Hey Leute, David von Altdesignisch hier. So, jetzt, da Weihnachten vor der Tür steht, zeige ich euch mal, wie ihr so eine Mütze vom Weihnachtsmann erstellen könnt. Ist eigentlich ganz einfach, geht ganz schnell und deswegen fangen wir mal an. Das heißt, wir erstellen uns erstmal so ein Zylinder. Dann gehen wir als Deformer, nehmen wir einen Balk und ein Strauchen. Das Strauchen, ich zeig es euch mal. Und zwar zieht ihr unterhalb des Zylinders. Wenn ihr jetzt die Stärke verändert, nach beispielsweise so in etwa, dann sehen wir, sieht aus wie ein Kegel, weil das ist quasi ein Segment. Das heißt, der verändert nur das eine Segment. Das wollen wir nicht haben. Also zum allererst machen wir Deckflächen aus, damit wir oben quasi so ein Loch haben. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt ein Loch. Das wollen wir so haben. Also, genau, wie gesagt, ist es so ein Kegel, deswegen wir gehen wir in den Zylinder, gehen wir auf Objekt, dann machen wir ungefähr 15 bei der Höhe und beim Umfang auch ungefähr 15. Jetzt sehen wir das, das hat so eine abgerundete Fläche, quasi so wie so eine Patronenhülse. Dann nehmen wir unseren. Wir gucken erstmal Strauchen, ja, ist okay. Dann nehmen wir unser Balk, ziehen das auch unter unseren Zylinder und dann verändern wir die Stärke auch ungefähr. Ich sag mal so auf 55 ungefähr. So, das ziehen wir dann auch ein bisschen nach oben. Somit, dass wir ungefähr die Form eines Hütchens bekommen. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. So, jetzt ein kleiner Trick. Weil wenn wir das jetzt alles markieren und C drücken, um das zu editieren, und wir gehen auf unser Polygon-Werkzeug, sehen wir, dass die ganzen Deformer-Tools automatisch ausgeschaltet werden. Das wollen wir nicht haben, deswegen wir gehen auf SDGZ, um zurückzukommen. Wir selektieren alle wieder, gehen rechte Maustaste, Objekt verbinden und löschen. Somit haben wir das als ein Objekt quasi eingefroren. Jetzt können wir das Ganze mal verändern, wie wir haben wollen. Das heißt, wir gehen auf Selektion, Loop-Selektion, dann drücken wir hier, also selektieren wir die unterste Ebene, drücken STRG und die zweite auch. Sorry, Shift und die zweite auch. Dann erstellen wir uns erst Material, Redshift, Material, Material. Und machen einfach nur ein Standard Weiß. Voilà. Und ziehen das hier rauf. Jetzt sehen wir, dass automatisch die Selektion eingefroren und hier ein Tag hingemacht. Jetzt wollen wir es ganz umdrehen. Ohne das jetzt manuell zu selektieren, gibt es nur einen Trick. Und zwar, wir gehen auf Selektieren. Selektieren, invertieren. So, jetzt alles, was selektiert wurde. Also was nicht selektiert wurde, wurde jetzt selektiert. Dann gehen wir wieder auf Erzeugen, Redshift, Material, Material und geben dem einfach einen roten Touch. Einfach nur rot. Und klatschen das auch drauf. Hat er wieder Speichertag. So, jetzt wollen wir das ein bisschen dynamisch halten alles. Das heißt, wir gehen auf rechte Maustaste, also mittlere Maustaste, dann rechte Ansicht. Gehen wir auf Charaktere, auf Charakter, Joint-Werkzeug. Und ziehen uns Werkzeug und ziehen uns hier eine Linie nach oben. Das heißt, wir halten STRG gedrückt, drücken einfach hier in unteren Bereichen und ziehen das nach oben. Deswegen machen hier was hin, dann ungefähr hier, dann hier, dann hier, dann hier. Und immer STRG gedrückt halten. Ups, da war es nicht ganz gerade. Ja. Hier, hier und oben. Oh ja. Ja, auch nicht ganz gerade. Ist eigentlich egal, aber trotzdem. Ja, ist schon. Sorry, ich bin pingelig. So. Jetzt, wie wir sehen können, haben wir das Exoskelett schon mal erstellt.
Das heißt, wenn wir es unser Selection Tool nehmen und können es jetzt bewegen, haben wir halt dieses Gerüst. Das wollen wir natürlich noch verbinden mit dem Objekt, deswegen wir selektieren alles. Gehen dann auf Charakter, Befehle und Binden. Jetzt ist es alles verbunden. Das heißt, hier gibt es einen Tag, neuen Unterreiter und somit wurde es alles verbunden. So, jetzt wollen wir das natürlich noch dynamisch haben, also dass sich das bewegt, weil das ist ja momentan nur eine Linie. Das heißt, ich sage euch erstmal ganz kurz, wenn wir jetzt, also was wir jetzt markieren, ab dem Zeitpunkt wird es dynamisch. Das heißt, wenn wir jetzt unseren ersten Joint nehmen beispielsweise und den letzten, gehen auf Charaktere, Befehle, IQ-Kette und wir bewegen die, sehen wir, dass wir alles bewegen, also ab der unteren Linie. Das wollen wir natürlich nicht haben, weil das sieht natürlich nicht so praktisch aus. Das heißt, STRGZ und nochmal, das heißt, wir suchen uns das ist aus, ich glaube mal ab Joint 2 war das, Charakter, Befehle, IQ-Kette, na okay, aber wie wir jetzt sehen, der untere Teil ist statisch und der andere ist beweglich. Gehe ich aber wieder zurück, weil nehmen wir doch den also Joint Nummer 2. Den wir erstellt haben, dann Charaktere, IQ-Kette und ja, jetzt sehen wir, ab dem Joint ist es halt beweglich. Das ist, was wir haben wollen. So, was wir jetzt machen können, wie gesagt, wir können uns das jetzt, ja, uns die Mütze so hinstellen oder hinbiegen, wie wir haben wollen, wie es praktisch aussieht. Ich denke mal, so sieht ganz schick aus. Und dann machen wir uns so einen Bommel dran. Hinten dran. Das heißt, wir gehen auf unsere Kugel, brauchen wir. Die Kugel kriegt dann auch ein Segment von 100. Dann ziehen wir die ein bisschen kleiner. Na, ist noch ein bisschen zu groß, meiner Meinung nach. Ja, okay. So denke ich, ist das in Ordnung soweit. Dann ziehen wir das Weiß natürlich auch auf die Kugel. So, voilà, jetzt ist es eigentlich schon soweit fertig. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen Haare geben, so dass es halt so nach Fell aussieht. Deswegen, wir nehmen unseren Zylinder. Gehen auf Simulieren, Hair Object, Haar erzeugen. Jetzt ist das Problem, jetzt ist natürlich alles voll mit Haar. Das wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, wir haben unsere Verknüpfung. Wir können somit auswählen, was denn ausgewählt werden sollte. Das heißt, wir wollen das nur unseren weißen Rand haben. Das heißt, wir gehen unsere eingefrorene Selektion. Nehmen wir per Drag and Drop, ziehen die unten rein und wie wir sehen, haben wir das jetzt nur das Weiße. Wenn wir das jetzt rendern, ups, gehen auf reine Voreinstellung ganz kurz, dann auf Redshift, wie wir das jetzt sehen, ist es natürlich viel zu groß. Deswegen, wir haben unser Haar selektiert, dann gehen wir bei der Länge, machen wir mal auf, ich würde mal sagen 6. Gucken wir mal, wie es ausschaut. Ja, so ist doch in Ordnung, finde ich ganz gut. Und gehen wir natürlich noch den Haare, machen wir natürlich andere Farbe, also machen wir ein paar Änderungen nochmal. Und zwar, wir wollen die Farbe nicht braun, sondern weiß haben, also so ein bisschen braun-weißlich. Dann ändern wir mal ins Kräuselliche, kriegen wir ein bisschen, machen wir rein und biegen das Ganze. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, ich denke, so ist doch schon mal ganz nett. So, das wollen wir natürlich auch bei der Kugel haben. Das heißt, wir ja, nehmen uns einfach nochmal, können Haar nochmal erzeugen. Upsala. Na.
Erstmal unsere Kugel selektieren natürlich. Dann simulieren. Na, wo war's? Simulieren. H-Objekt. Dann gehen wir auf die Haare. Das waren dann, ja, 45 waren das. Die Länge war 6. Dann hatten wir hier gewisse Veränderungen. Biegen. Bisschen, glaube ich, knicken, kräuseln war das. Und die Farbe war auch von braun auf weiß. Na, warum was weiß? Und rendern war das. Ja, das sieht doch in Ordnung aus. Der Bommel ist auch ganz gut. Können wir gleich mal gucken, ob es noch passt. So, und jetzt machen wir uns mal einen Background. Also, das heißt, wir gehen hier bei Redshift ganz normal auf Lights, dann Dome Light, dann gehen wir auf unsere Bibliothek. Das heißt, nehmt euch irgendein HDMI-Bild, ist eigentlich wurscht. Ich habe hier schon so eine Schneelandschaft gemacht. Outdoor. Muss ich die aber ganz kurz nochmal suchen, wo die ist. Winter, das sieht auch nicht schlecht aus. Was ist das? Rennen wir mal. Ach, das ist die Schneelandschaft. Nö. Wir nehmen eine andere. Und zwar, wir nehmen das hier. Snow Forest. So. Wenn wir das Ganze jetzt rendern. Sehen wir natürlich. Obwohl, das ist ein bisschen hell. Okay, aber egal. Sehen wir jetzt natürlich, das ist im Endeffekt schon mal nett. Aber uns fehlt halt noch ein bisschen der Realismus. Das heißt, fehlt noch ein bisschen Schatten und so Sachen. Das heißt, ah, da ist er, der Forest. Weil der hat nicht so viel Licht. Nicht so überstrahlt. Das heißt, wir machen uns eine Scheibe. Sehen die unterhalb unserer Mütze, sodass sie genau aufliegt. Ziehen natürlich ein bisschen weiter. So, dann gehen wir auf unsere Scheibe, rechte Maustaste. Render Redshift Objects. Was wir halt machen können, um euch zu zeigen, gehen wir auf Redshift, dann auf Render View. Dann können wir nämlich schon sehen, inwieweit uns das alles verändert. Also jetzt sehen wir halt die Scheibe, das ist natürlich nicht so optimal. Das heißt, wir gehen auf unseren Render, also Object, Redshift Object, gehen auf Mat, Override, gehen auf Enable. Das heißt, der Schatten ist weg, der Background ist weg. Gehen auf Schatten, also Enable Schatten, und jetzt sehen wir, gibt es hier einen Schattenwurf. Können wir natürlich die Transparenz auch ändern, aber was ich eigentlich ganz gut finde soweit. Können wir mal auf Visibility gehen, obwohl. Nee, das ist alles soweit in Ordnung. Ja. Genau. Da das jetzt halt ein bisschen zu eckig aussieht. Nehmen wir uns den ganzen Rotz. Dann Alt und G. Und nehmen uns eine Subdivision Surface und packen unser 0 da rein. Und jetzt sehen wir, ist es schon ein bisschen abgerundeter. So, als nächstes einmal, weil jetzt, wenn ich das jetzt nochmal zeige, sehen wir, dass es immer noch ein bisschen komisch aussieht, weil es sieht so aus wie Gummi. Wie so eine Gummimasse. Deswegen nehmen wir unseren Editor. Redshift Material. Und jetzt können wir ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Also, wenn wir jetzt bei dieser Anisotropie, ich weiß nicht, wie ich das ausspreche, bla, das sagt einfach nur, inwiefern das Licht sich streut. Das heißt, wenn wir zum Beispiel aus minus 0 gehen,
sehen wir halt die Reflexion noch, aber das Licht wird halt nicht mehr so viel zu hart reflektiert. Wenn das beispielsweise auf 1 gehen, also auf voll, sehen wir halt, dass das Licht sich halt gleichmäßig verteilt. Und das geht schon ein bisschen eher in die Richtung. Allerdings gucke ich mal. So ist es okay. Wegen der Roughness machen wir auch ein bisschen höher. Und die Helligkeit der Reflexion auch ein bisschen niedriger. Ja, so ist es doch. So, und wenn wir das jetzt rendern, sehen wir, okay, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Also auch ein bisschen Schattenwurf, also im Endeffekt könnte es natürlich noch besser in Szene setzen, aber sich ist es schon mal ganz gut. So, das war es eigentlich soweit mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen Like da lassen. Könnt ihr mich gerne unterstützen mit einem Abo, wenn ihr wollt. Ansonsten würde ich sagen, ja, schreibt mir gerne was in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Videos, also weitere Tutorials sehen wollt zu irgendwas, könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben. Auch in der Infobox meiner Facebook-Gruppe, also meiner Facebook-Seite hinterlegt, könnt ihr mir auch da gerne schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.